möchten junge Menschen dazu motivieren, Ideen zu entwickeln in Verbindung mit Technologie und diese auch in die Tat umzusetzen. Wir haben insgesamt überwältigenderweise 172 Studentinnen und Studenten, die sich mit ihnen in DDEM beworben haben. Und daraus sind 63 Teams letztendlich entstanden, dezentral aus unterschiedlichen Orten in Deutschland. Und wir haben 10 ausgewählt, die heute ihre Ideen vorstellen und präsentieren. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Ideen, auch unterschiedlichen Nationalitäten und Fachrichtungen, aus denen die kommen. Und ich glaube, dieses Zusammentreffen, diese Zusammenkunft an Menschen ist einfach toll. Das kombiniert mit verschiedenen Experten aus unterschiedlichen Bereichen, mit einer tollen Keynote gerade von jemandem vom 5G Lab aus der TU Dresden, führt dazu, dass da ganz viele unterschiedliche Leute zusammenkommen und da etwas wirklich Großes entstehen kann. Deswegen bin ich bisher sehr glücklich mit dem Verlauf heute. Wir lassen die Ideengeber heute mal ihre Ideen präsentieren. Danach bekommen sie von uns eine Vertiefungsphase, sodass sie die Ideen weiter konkretisieren können, um dann im Januar den Pitch organisieren zu können. Das heißt, dort werden die Ideen ganz konkret vorgestellt einer Jury. Und wenn der Pitch stattgefunden hat, werden wir fast einzelne Ideen weiterverfolgen und in einem anschließenden weiterführenden Mentoring-Programm über eine gewisse Anzahl von Monaten begleiten. Deutschland braucht in Bezug auf 5G natürlich jetzt die cleveren Ideen, um Anwendungsfälle zu generieren. 5G ist im Unterschied zu den alten Generationen tatsächlich etwas, da hatten wir vorher schon Anwendungsfälle. Und trotzdem wünschen wir uns, dass noch viel, viel mehr junge Menschen oder Menschen mit vielen jungen und neuartigen Ideen 5G nutzen wollen, um daraus eine Riesenerfolgsgeschichte zu machen und das Potenzial von 5G auch auszunutzen. Also die Teams hier vor Ort sind wirklich Hammer. Das ist total geil. Also ich habe total coole Sessions mit Leuten, die so unterschiedliche Sachen machen können. Also eine entwickelt ein Tool für blinde Leute, die anderen, die entwickeln ein Tool, was wirklich helfen kann, wenn es zu Notsituationen kommt. Das finde ich total stark. Und das Schöne ist, dass man merkt, dass alle Leute hier Bock haben. Alle Leute wollen vorankommen.